Presi. 21, Junge. Meine Diskografie ist 21 geworden. Ich kann jetzt auch in den Staaten legal trinken. Joe. Und er wird fündig und er fragt, was ich denn hier hab. Und ich so, ja, ist Wochenende. Er so, nee, ist Dienstag. Und ich so, ja, bei mir ist trotzdem Wochenende, sieh's mal. Da muss er grinsen und dann fragt er nach nem Feature. So war das, auf alles, was dir heilig ist. Beispielsweise diesen Gott, von dem du nicht einmal ein Zehntel so viel weißt wie ich. Dein Land, mit dem es ungefähr das gleiche ist. Oder deine Mutter, Mutatis Mutandis. Was ich schreib, entspricht dem Galgenstrick, der eigentlich ein Smiley ist. Düster auf den ersten und dann lustig auf den zweiten Blick. Aber nicht so selbstgerecht und weinerlich wie Szene üblich. Immer wenn Klavier und Geigen-Sample Rapper Tränendrüsen triggern. Alter, wer ist hier der Spinner? Ich glaub, der erste Mensch, der aufrecht ging, wurde nicht bestimmt. Ich glaub, die Hälfte seiner Horde fand ihn lächerlich. Die andere Hälfte schrie halt, diese Schwuchtel hier sich etwa für was Besseres. Ich glaub, es brauchte Eier, dieses Aufrechtgehen durchzuziehen. Braucht es noch immer, was los mit ihm? Ich glaub, es brauchte Glück, mit diesem Aufrechtgehen durchzukommen. Was hat er sich da vorgenommen? Und wem erzähl ich das? Euer Unverständnis gibt mir Lebenskraft. Und ich mein alles ernst, auch wenn ich Tränen lach dabei. Bin wie eh und je, fehl am Platz doch mehr denn je. Schön entspannt, mit dem Kopf durch die vierte Wand. Und das Schädeldach, oh je, mine, okay, sie wollen noch mehr vom Alten. Grüßt das Murmeltier, nicht täglich werden sie ungehalten. Doch was soll's, dieser Spinner scheint Menschenspinne Feind. Könnte man meinen, doch das täuscht, ich mag sie alle insgeheim. Ich nehm sie nur nicht ernst, ich lass sie reden. So viel Luxus gönn ich mir in meinem knappen Leben. Was dagegen? Ich nach Nagellack und Ether in entspannter Atmosphäre. Hier bei Presi Kaspar Hauser in der Straßenapotheke. Yeah, wo man per Einzelticket runden dreht und unterwegs weißen Kittel unter schwarzen Hoodie trägt. Komm ruhig näher, wenn Arbeit dir nicht Kraft mal Weg ist. Und stell dich zu mir an den Stehtisch, wo es nicht so viel zu holen, aber einiges zu sehen gibt und nichts davon dich weiterbringt im Leben. Wo wir gefahrlos übertreiben können, weil hier Cassandra, Fluch und Narrenfreiheit nicht zu unterscheiden sind. Nimm dir ein, zwei Stündchen Zeit. Ich sage dir, ich zahl sie dir mit Zinseszinsen heim. Du weißt doch, wie es heißt, der Teufel stecke im Detail. Und es stimmt, er ist daheim. Zwischen Tönen, zwischen Zeilen und dem Kleingedruckten sitzt er da und grinst sich ein. Halbwegs eingerichtet seit seinem kleinen Zwischenfall. Und er mag ein bisschen übergriffig sein. Ein Lügner, ein Verführer und ein Schwein, aber bestimmt kein Menschenfeind. Im Gegenteil, er liebt sie alle immer gleich. Akzeptiert sie, wie sie sind, liest sie auf, wohin sie fallen. Kann zuhören wie kein Zweiter, also fühlst du dich allein oder verspürt. Spürst du das Bedürfnis, dich ein wenig mitzuteilen? Sprich dich aus, fühl dich frei, so tu ich es insgeheim. Wer ist detailverliebt wie ich? Ich wüsste keinen. So viel Eitelkeit und Selbstzweifel, Schaffensdrang und Willensdrang fließen aus dem Loch, das keiner stopfen oder füllen kann. Bei aller Liebe nach wie vor nichts als Liebe für die kleinen, aber feinen Unterschiede. Das Sandkorn im Getriebe, der Widerspruchsgeist in der Maschine. Jeder Blick in die Tiefe wie das Häuten einer Zwiebel. Kannst du dir nicht ausdenken, doch ich kann das, ohne dass ich mir einen ausrenke. Andere kennen sich hier und da zwar besser aus, doch genau da, wo sie sich auskennen, wollte ich noch nicht mal tot überm Scheiß Zaun hängen. Es ist Präsident mal wieder, lässt den gottlosen Spottvogel raushängen und ist draußen, sowas von draußen. Yeah! Bess! Kipp ihn! Würde sagen, wir haben mal wieder einen rausgehauen. Yeah.